Deine Komfortzone ist dein größter Gegner, wenn es darum geht, im Leben erfolgreich und glücklich zu werden. Sie wird dich unbemerkt immer weiter sabotieren und dafür sorgen, dass du dich nicht vom Fleck bewegst. Deshalb bekommst du in diesem Video die 10 besten Tipps und Methoden, um deine Komfortzone endgültig zu verlassen. Der erste wichtige Tipp ist es, dein Mindset gegenüber Komfort und Bequemlichkeit zu verändern. Denn deine Komfortzone zu verlassen ist kein Mittel zum Zweck. Das heißt, das ist nicht ein einmaliges oder mehrmaliges Training, das du machst, um deine Komfortzone ein bisschen zu erweitern und dann hast du dich weiterentwickelt und dann ist es auch gut, sondern es ist ein Lifestyle. Es geht darum, dich laufend aus deiner Komfortzone herauszubewegen und dich damit anzufreunden, unbequem zu sein. Denn es gibt eine Grundregel im Leben. Entweder du machst es dir selbst unbequem oder das Leben macht es dir unbequem. Wenn du dich beispielsweise nicht mit deinen Finanzen oder dem Thema Geld verdienen auseinandersetzen möchtest, weil es dir zu anstrengend, zu unbequem ist, dann wird das Leben dafür sorgen, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzen musst. Wenn du dich nicht selbst mit deiner Gesundheit, deiner Fitness, deiner Ernährung, deiner Beweglichkeit auseinandersetzt, weil es eben zu anstrengend und unbequem ist, auch dann wird dein Leben dafür sorgen, dass du dich irgendwann mit diesen Themen auseinandersetzen musst, weil der Schmerz sonst einfach viel zu groß wird. Das heißt, du hast gar keine Wahl. Es wird irgendwann an einem Punkt in deinem Leben unbequem werden. Aber der Unterschied ist, dass der Schmerz der Weiterentwicklung viel leichter erträglich ist als der Schmerz, wenn von außen einem irgendwelche Umstände aufgedrängt werden. Was meine ich damit? Der Schmerz des Muskelkaters oder des Trainierens wird ja viel positiver wahrgenommen als beispielsweise jetzt Schmerzen in deinen Gelenken, im Rücken oder sonst irgendwas. Genauso wird der Schmerz der Erschöpfung, wenn du einen Tag lang extrem produktiv warst, extrem viel erledigt hast, diszipliniert warst, die Dinge gemacht hast, die du dir vorgenommen hast und wo du dann vollkommen fertig und müde ins Bett fällst, wird das natürlich viel besser sich anfühlen, als wenn du dich den ganzen Tag müde und antriebslos fühlst, auf der Couch liegst und einfach nichts gebacken bekommst. Das heißt, es gilt der Grundsatz, strebe nach dem Unbequemen. Mach es dir einfach bewusst unbequem und verlasse laufend deine Komfortzone. Denn dann wirst du feststellen, dass du dich immer mehr anpasst und dass einfach dieses Unbequeme, dieses Anstrengende irgendwann für dich angenehm wird, dass es zu einem Spaß wird. Denn glücklich sein oder Spaß zu haben hat nichts damit zu tun, ob etwas angenehm oder bequem ist. Denn wir haben beispielsweise bei einem Spiel auch viel mehr Spaß, wenn es uns herausfordert, wenn es uns anstrengt, als wenn es nur super leicht und bequem ist. Das heißt, wir können sehr, sehr viel Freude daran empfinden, nach dem Unbequemen zu streben, aus unserer Komfortzone rauszugehen. Das heißt, das hat nichts mit einem schlechten Leben oder so zu tun. Ganz im Gegenteil, wenn du laufend es dir bewusst unbequem machst, laufend bewusst deine Komfortzone verlässt, wirst du ein viel glücklicheres, viel erfüllteres und auch viel erfolgreicheres Leben leben. Der zweite wichtige Tipp ist, konfrontiere deine persönlichen Ängste und Widerstände. Ich werde dir in diesem Video natürlich einige Tipps und Methoden mitgeben, wie du deine Komfortzone verlassen und erweitern kannst, aber das Beste ist immer noch, auf die eigenen Ängste und Widerstände zu hören. Das heißt, nutze die eigenen Ängste sozusagen als Kompass. Also wann immer dir etwas unangenehm ist, wann immer du etwas nicht machen willst, wann immer du gewisse Ängste, Zweifel oder sonst irgendwas in einem gewissen Bereich hast, dann mach es genau deshalb. Denn natürlich ist unsere Komfortzone was sehr Individuelles. Also Dinge, die andere Leute einschüchtern, sind für wieder andere Leute vollkommen leicht und alltäglich. Das heißt, für dich ist es einfach sehr, sehr wichtig, eben deine Ängste und Widerstände als Kompass zu nutzen. Und wenn du merkst, okay, du hast da gewisse Ängste und Widerstände, dich Schritt für Schritt in kleinen Schritten täglich damit zu konfrontieren, bis du diese Angst eben abbaust. Das ist eine der besten Methoden, um wirklich laufend deine Komfortzone zu verlassen, genau die Dinge zu tun, vor denen du am meisten Angst hast, wo du nicht hingehen willst, die du nicht machen willst, dich damit Schritt für Schritt zu konfrontieren. Und da kommt auch direkt der dritte Tipp ins Spiel, nämlich mach es in kleinen Schritten. Überforderung ist der größte Feind von Fortschritt. Denn der Punkt ist, das, was wir meistens machen, ist, wir wollen einfach viel zu schnell, viel zu viel. Das liegt einfach in der Natur des Menschen. Und das, was dann passiert ist, wir überfordern uns. Das heißt, wir wählen uns eine Challenge aus, die einfach zu groß ist, die uns überfordert, die wir dann nicht hinbekommen und dann fallen wir sehr, sehr schnell in alte Muster zurück und verändern nichts. Aber wenn du in kleinen Schritten beginnst, an dir zu arbeiten, das gilt jetzt nicht nur für deine Komfortzone, sondern auch wenn du neue Gewohnheiten aufbaust oder wenn du in die Umsetzung kommst, wenn du in kleinen Schritten beginnst zu arbeiten, dann wirst du automatisch viel mehr Fortschritt sehen, denn du wirst täglich dranbleiben, du wirst dadurch
Erfolge sehen. Du wirst dich laufend weiterentwickeln und es liegt in der Natur des Menschen, dass wir sozusagen nach Höchstleistungen streben, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir besser werden. Das heißt, es ist viel wichtiger, die Kontinuität aufrechtzuerhalten, jeden Tag an diesen Dingen zu arbeiten. Das heißt, wenn du eine Angst konfrontierst oder einen Widerstand, dann machst du zur täglichen Gewohnheit, dich damit zu konfrontieren. Dann wirst du merken, wenn du das in kleinen Schritten machst, dass du wirklich diese Angst nachhaltig überwinden kannst, damit deine Komfortzone laufend verlassen kannst, erweitern kannst und einfach dich persönlich massiv weiterentwickelst. Der vierte wichtige Tipp, um deine Komfortzone hinter dir zu lassen, ist das Thema Accountability. Das heißt, jemanden in deinem Leben zu haben, gegenüber dem du dich verpflichtest. Das kann sein ein Trainingspartner, mit dem du gewisse Dinge gemeinsam machst oder auch ein Businesspartner, Lernpartner, was auch immer, aber auch Coaches und Mentoren. Denn wir neigen einfach dazu, uns selbst zu verarschen. Bringen wir es auf den Punkt. Wir neigen dazu, uns selbst zu sabotieren. Das heißt, wenn wir Dinge nicht machen wollen, dann finden wir ganz, ganz viele Gründe, mit denen wir uns dieses emotionale Bedürfnis der Sache auszuweichen, rationalisieren. Das heißt, wir haben dann ganz, ganz viele Erklärungen, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, warum wir das Ganze später machen sollten, warum wir uns noch mehr vorbereiten sollten und so weiter und so fort. Und wenn du eben andere Leute hast, die dich unterstützen, dann fällt eben dieser Punkt der Selbstsabotage, der Selbstverarsche einfach weg, weil du kannst dich vielleicht selbst täuschen und dir das selbst rationalisieren und das macht auch in dem Moment ganz, ganz viel Sinn, aber im Nachhinein wissen wir ja immer, dass das einfach Schwachsinn war, was wir uns in dem Moment dann erzählt haben, aber das klappt nicht mit anderen Leuten. Denn ein guter Coach oder ein guter Mentor oder auch ein guter Partner, der wird dir das einfach nicht glauben und nicht abnehmen. Und der wird auch automatisch dafür sorgen, dass du mehr in die Richtung deiner Ängste gehst, dass du mehr die Dinge tust, die dich tatsächlich weiterbringen und ja, dir sozusagen dich auch immer Step by Step in diese Richtung schieben, ja, und dir da zusätzlichen Drive auch geben, dich in diese Richtung zu entwickeln. Das heißt, hol dir da auch einfach Leute, mit denen du gemeinsam deine Ängste konfrontierst oder die dich dabei auch unterstützen, dich weiterzuentwickeln und deine Komfortzone hinter dir zu lassen. Der fünfte Punkt, der meiner Meinung nach extrem hilfreich ist, wenn es darum geht, die eigene Komfortzone zu verlassen, ist das Thema Unternehmertum. Das heißt, sich ein eigenes Business aufzubauen. Denn das unter Garantie wird dafür sorgen, dass du regelmäßig deine Komfortzone verlassen musst, dass du mit Dingen konfrontiert bist, mit denen du noch nie zu tun hattest, die dich herausfordern und wo du quasi ja, deine Ängste konfrontieren musst, über dich hinauswachsen musst und dich weiterentwickeln musst. Denn Unternehmertum ist einfach ein laufender Prozess. Wenn du ein Level sozusagen abgeschlossen hast, kommt direkt das nächste Level und du entwickelst dich laufend weiter, hast ständig eben neue Herausforderungen und Probleme. Das Gleiche gilt auch für Sport, also Vereinssport beispielsweise. Wenn du irgendeinen Sport leistungsmäßig betreibst, dann ist es auch so, dass man sich laufend weiterentwickelt. Also ich habe beides gemacht, früher Vereinssport und heute auch Unternehmertum. Und ich kann sagen, das sind beides Bereiche, die einen extrem dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. Ich bin natürlich mittlerweile ein ganz, ganz großer Fan vom Unternehmertum und würde da auch jedem empfehlen, in irgendeiner Form vielleicht mal anzutesten, sich ein Business aufzubauen, unternehmerisch aktiv zu werden. Denn man lernt dadurch nicht nur, sich weiterzuentwickeln und die Komfortzone zu verlassen, sondern man bekommt auch sehr viel Wissen, sehr viele neue Fähigkeiten, sehr viele neue Charaktereigenschaften, die auch im Leben sehr nützlich sein können, sich selbst beispielsweise zu präsentieren und verkaufen zu können, aber auch Werte für andere Menschen zu schaffen, andere Leute zu unterstützen, Mitarbeiter zu führen und dergleichen. Das heißt, Unternehmertum und in Klammer auch sportlich, wenn man jetzt nicht ein eigenes Business aufbauen möchte, sich laufend weiterzuentwickeln, ist auch eine sehr, sehr gute Methode, um die Komfortzone laufend zu verlassen. Der sechste Punkt, der dafür sorgt, dass du laufend deine Komfortzone verlässt und erweiterst, ist der Punkt, neue Dinge zu lernen. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es um Wissen geht, neue Sprachen, neue Fähigkeiten, Hobbys, Kunst, Musik, Sport. Egal in welchem Bereich, es geht einfach darum, immer und immer wieder Anfänger zu sein und neue Dinge zu lernen. Insbesondere Dinge, die dir vielleicht nicht so leicht fallen, wo du Schwierigkeiten hast. Denn das hilft natürlich auch deinem Hirn, besser drin zu werden, sich an neue Situationen anzupassen. Das stärkt auch das Selbstvertrauen, weil du dann immer komfortabler damit wirst, Dinge nicht zu können, dich an neue Situationen anzupassen und dich eben auch aus der Komfortzone rauszuwagen. Das heißt eben, neues Wissen, neue Fähigkeiten, neue Dinge zu lernen, wird dir extrem helfen, deine Komfortzone hinter dir zu lassen. Ich mache das beispielsweise auch gerne beim Sport so. Früher habe ich das immer so gemacht, dass ich eine Sportart immer und immer wieder gemacht habe, mehrmals die Woche, also im Verein mich auf eine Sache spezialisiert habe. Mittlerweile mache ich das so, dass ich sehr, sehr viele Sportarten mache, ständig neue Dinge lerne und
viele neue Sportarten auch ausprobiere. Und da merke ich, dass man natürlich in einer Sportart nicht so gut wird, wie wenn man die gleiche Sportart immer wieder macht, aber dass man sich persönlich extrem weiterentwickelt, weil man lernt, sich auf neue Situationen anzupassen. Und das Gleiche kannst du natürlich in jedem Lebensbereich machen. Das heißt, egal ob im Bereich Kunst, Musik, Sport, Bewegung, Unternehmertum würde ich jetzt nicht so empfehlen, dass du jedes Mal dein Angebot wechselst und neue Dienstleistungen machst. So ist das natürlich nicht gemeint. Aber gerade so im persönlichen Bereich macht sehr viel Sinn, einfach oft neue Dinge zu lernen. Der siebte wichtige Tipp ist es, dein Mindset gegenüber Problemen und Fehler zu verändern. Denn viele Leute sehen Fehler als etwas Negatives und deshalb trauen sie sich auch nicht aus ihrer Komfortzone raus. Denn sobald du deine Komfortzone verlassen wirst, wirst du unter Garantie Fehler machen. Aber für mich sind Fehler so wie die Hanteln im Fitnessstudio. Das heißt, sie helfen dir, dich schneller weiterzuentwickeln. Sie sorgen natürlich für Widerstände, für Probleme, die du dann lösen musst, aber das sind ja die Punkte, wo du weiterwachst. Das heißt, wenn du Fehler machst, dann siehst du sehr, sehr schnell, welche Bedingungen du noch nicht erfüllt hast, wo du noch eben Dinge hast, die du dazulernen musst, wo du noch Wissen brauchst oder gewisse neue Fähigkeiten brauchst. Das heißt, Fehler sind extrem gut, um dir sehr, sehr schnell aufzuzeigen, wo du dich noch weiterentwickeln kannst. Denn in deiner Komfortzone, wenn du immer die gleichen Dinge machst, dann wirst du dich nicht weiterentwickeln können. Das heißt, wenn du erkennst, dass Fehler etwas sehr Positives sind, etwas, das dafür sorgt, dass du schneller persönlich wächst und auch schneller ans Ziel kommst, dann erlaubst du dir auch immer mehr Fehler zu machen und dann wirst du dich auch viel schneller weiterentwickeln. Da ist es häufig auch wichtig, die emotionalen Themen hinter Fehlern aufzuarbeiten. Das heißt, viele haben einfach aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend noch gewisse emotionale Themen, wo man harsch kritisiert worden ist, immer wieder von den Eltern, von den Lehrern oder vom Umfeld für gewisse Fehler, die man gemacht hat. Da ist es auch wichtig, da einfach mal einzutauchen und die Sachen aufzuarbeiten, wenn man merkt, okay, da ist noch eine extreme Blockade, eine extreme Angst rund um das Thema Fehler. Also da wäre das Stichwort loslassen, ja, wo man sich ein bisschen damit auseinandersetzen kann. Aber wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, sein Mindset gegenüber Fehlern und Problemen und Hindernissen zu verändern und sie nicht als etwas Schlechtes zu sehen, etwas, das einen zurückhält, sondern eher als etwas, das einem hilft zu wachsen, was natürlich Widerstand darstellt, eben ähnlich wie die Hantel, die ist auch schwer und ist ein Widerstand und die hilft einem aber, sich weiterzuentwickeln, persönlich zu wachsen und genauso ist es beim Thema Fehler. Ähnlich verhält es sich auch beim achten Tipp, um deine Komfortzone zu verlassen, nämlich erlaube es dir, schwach zu sein. Wir haben so ein negatives Bild von Schwäche oder Dinge nicht können, dass wir uns häufig nicht erlauben, Dinge nicht zu können. Das heißt, wir machen immer nur die Dinge, die wir schon können und da entwickeln wir uns offensichtlich nicht weiter. Das heißt, für viele ist es ein wichtiger Schritt und das war in meinem Leben auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, zu lernen, schwach zu sein, schwach sein zu dürfen, zu lernen, das, was ich auch gemacht habe, meine persönliche Story, meine persönlichen Niederlagen aus meinem Leben auch wirklich zu teilen und dazu zu stehen, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht stark bin immer, sondern dass ich auch einfach gewisse Schwierigkeiten habe oder hatte. Und das hat für mich eine gewisse Fassade aufgebrochen, denn ich hatte immer diesen Drang, stark zu sein, so zu tun, als könnte ich alles, als würde ich keine Fehler machen, als wäre ich sozusagen perfekt, obwohl natürlich jeder weiß, dass das nicht so ist und damit habe ich mich massiv blockiert. Und für mich persönlich war es einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben, mir zu erlauben, schwach zu sein. Also schwach unter Anführungszeichen, denn Dinge zu tun, die man nicht kann und sich sozusagen verletzlich zu zeigen oder zu zeigen, dass man auch gewisse Schwächen hat oder nicht perfekt ist und nicht alles kann, dazu gehört viel, viel mehr Stärke als diese Fassade vom perfekten Ich zu versuchen aufrechtzuerhalten. Und das hat für mich einfach bedeutet, bewusst Dinge zu tun, die ich nicht gut kann. Bewusst Dinge zu tun, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Und da auch einfach zu scheitern, Fehler zu machen und dumm dazustehen, wenn man so möchte. Ja? Das hat mir extrem geholfen, diese Fassade aufzubrechen, diese Blockaden auch aufzulösen und viel, viel mehr die Komfortzone auch zu verlassen und sich dann auch viel schneller weiterzuentwickeln. Der neunte Punkt, um deine Komfortzone endgültig hinter dir zu lassen, ist: Triff schnelle Entscheidungen und mach Dinge anders. Du hast wahrscheinlich schon unzählige Male gehört, wie wichtig es ist, schnelle Entscheidungen zu treffen, aber wir blockieren uns da häufig eben aus unserer Angst vor Fehlern. Das heißt, da musst du natürlich vorher diese Angst vor Fehlern, wie wir vorhin besprochen haben, auflösen, dann erlaubst du dir auch, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und es geht im Leben viel weniger darum, ständig die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern zu lernen, schnell und
besser zu entscheiden. Unter diesem Punkt gilt natürlich auch, mach Dinge auch häufig anders. Das heißt, entscheide dich oft anders, als du sonst machst. Das kann man im Privaten machen, egal ob man jetzt essen geht oder in den Urlaub fährt oder eben neue Sportarten ausprobiert oder sonst irgendwas. Denn wenn du dich in neue Situationen bringst, ja, dann wirst du auch manchmal Fehlentscheidungen eben treffen. Aber du lernst extrem viel, du wächst dadurch als Persönlichkeit extrem viel. Das heißt, auch da ist es wichtig zu variieren, Dinge anders zu machen und die Entscheidungen auch anders zu treffen. Und der 10. Punkt und meiner Meinung nach wichtigste Punkt, um deine Komfortzone zu verlassen, ist, mach Dinge, bevor du bereit dazu bist. Wir wollen uns ständig auf alles vorbereiten, dass wir ja keine Fehler machen, vorher noch zig Bücher lesen, Kurse machen, bevor wir etwas umsetzen. Und das sorgt einfach dafür, dass wir zögern, dass wir Dinge aufschieben, dass wir nicht in die Umsetzung kommen, dass wir zu Perfektionismus neigen und dadurch eben auch nie unsere Komfortzone verlassen und uns auch nicht weiterentwickeln. Das heißt, mach Dinge, bevor du bereit bist. Ich habe beispielsweise die Grundregel, wenn ich Dinge neu machen will oder anders machen will oder ein neues Projekt umsetzen möchte, dann fange ich sofort damit an. Beispielsweise, wie ich vor die Kamera gekommen bin. Du kannst dich vielleicht erinnern, früher waren meine Videos immer animiert und ich habe die in einer Tonkabine in meiner Wohnung immer aufgenommen. Das heißt, ich hatte gar kein Videostudio, wo ich Videos aufnehmen konnte. Aber wie ich damals die Entscheidung getroffen habe, okay, ich will auch Videos vor der Kamera drehen, habe ich das sofort gemacht und ich hatte damals nicht mal eine Kamera. Das heißt, ich habe diese Videos mit dem Smartphone gemacht und ich hatte auch kein Studio. Das heißt, ich habe geschaut, in meiner Wohnung, damals war ich noch in einem Homeoffice, hatte noch kein eigenes Büro, hat es genau einen Winkel in meiner Wohnung gegeben, wo ich quasi den Tisch filmen konnte und mich auf dem Tisch. Ich musste dafür meinen Computer vom Tisch runterräumen und habe einfach ein Video mal mit dem Handy und vor der Kamera sozusagen aufgenommen und dann veröffentlicht. Und genauso bin ich jetzt auch in einer Phase, wo ich davon abgewichen bin, jedes Skript Wort für Wort durchzuplanen und dann mehr oder weniger vorzulesen und mehr frei zu sprechen. Das ist für mich natürlich auch herausfordernd und das ist etwas, was ich erst lernen muss, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass ich einfach besser Videos produzieren kann, weil sie quasi direkt aus meinem Kopf die Kreativität in die Kamera kommt und vor allem auch, weil ich dadurch mehr Videos produzieren kann, weil es ist natürlich ein sehr, sehr langer Schritt, die Gedanken erstmal zu verschriftlichen und dann das, was schriftlich ist, wieder in die Kamera zu sprechen. Da kommen einige unnötige Arbeitsschritte dazu. Und das ist natürlich auch etwas, wozu ich nicht bereit war, weil ich wusste, okay, Freisprechen ist eine Fähigkeit, die ich neu lernen muss, aber ich habe dann auch einfach beschlossen, es einfach zu tun und es einfach zu lernen. Das bedeutet auch für dich, wenn du neue Projekte startest, wenn du deine Komfortzone verlassen willst und dich weiterentwickeln willst, dann mach Dinge einfach, bevor du bereit bist. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich will das machen, dann fang damit an, mach deine Fehler, sammel die Erfahrungen und dann entwickel dich im Prozess weiter. Und wenn du möchtest, dass ich dich persönlich dabei unterstütze, deine Komfortzone laufend zu verlassen und zu erweitern, dich persönlich weiterzuentwickeln und deine Denkweise auf Erfolg und auf dein persönliches Traumleben auszurichten, dann trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Denn in diesem Gespräch werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, wie du dein Leben oder auch dein Unternehmen auf das nächste Level katapultierst. Klick dafür einfach hier auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr darüber zu erfahren und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch mit mir.